Ja, phänomenal deine Einführung. Danke vielmals für die Einladung. Mal tief durchatmen. Also diesen Vortrag vorzubereiten war äußerst schwierig. Ne? Normalerweise holt man sich etwas aus den Nähkästchen und spricht über die Architektur. Das begleitet einen ja nahezu 60 Jahre schon. Aber über sich selbst zu reflektieren, das macht man nicht allzu oft. Und über sich selbst zu sprechen, schon gar nicht. Also das ist nicht meine Art. Gut, ich beginne. Da kann man die Projekte nochmal mit dem QR-Code anschauen. Ich spreche ja nicht über Architektur. Aber ja, ich fühle mich heute etwas beobachtet. Big Brother is watching you. Aber dieser Herausforderung, die habe ich angenommen und habe auch letztes Wochenende viel Spaß gehabt, einfach mal die Vergangenheit Revue passieren zu lassen. Und begleitet auch in meiner Kindheit, da hat es ein paar Bücher gegeben von Saul Steinberg. Das war ein Karikaturist aus Rumänien, ist dann geflüchtet nach New York. Und in diesen Büchern habe ich immer geblättert. Wunderbare Bücher, aber ihr seht, er wird mich heute begleiten bei diesem Vortrag. Ich beginne mit meiner Familie. Also eigentlich wollte ich ursprünglich mit dem Tod beginnen. Da habe ich, also so Benjamin Button, also genau umgekehrt und als Baby aufhören. Aber das wäre mir schwer gefallen, als Baby hier mich da wegzubringen von der Bühne. Somit beginne ich wirklich mit meiner Familie. Es ist mein Vater, Hermann Delugan, meine Mutter, Ello, mein Bruder Lukan, mein Bruder Kai, ich, mein Hund Roxy, zwei Meerschweinchen, dessen Namen ich heute nicht wirklich sagen darf, weil einer hieß Muscho und der andere oder die andere hieß mit I, hört es dann auf. Aber in Südtirol hat es keinen negativen Beigeschmack gehabt, diesen Namen. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht angeführt, wie die zwei Meerschweinchen hießen. Und wie meine Familie, meine Eltern so toll waren, haben wir auch einen Esel bekommen. Und geboren, wie schon richtig erwähnt, bin ich im Meran. So, nun meine Familie heute etwas dezimiert. Ello lebt noch, Kai ist Architekt, ich bin Architekt, ich spreche nicht über Architektur. Aber ich muss nochmal zurück. Mein Vater war Architekt, meine Mutter war Industriedesignerin. Lukant, der schon verstorben ist, war Architekt. Kai ist Architekt und ich bin auch noch Architekt. Das ist meine Mutter und mein Vater. Die haben in Ulm auf der Hochschule für Gestaltung studiert, haben sie auch dort kennengelernt. Und ihr werdet dann später sehen, wie sehr mich meine Familie, wie schön meine Erziehung war, aber auch sehr belastend. Meine Mutter, die hatte einen Physioanalysten, Physiotherapeuten, fragt mich nicht was, kennengelernt oder als guten Freund gehabt. Und der hat die Tierwelt verglichen mit uns Menschen, wie lange Tiere in der Obhut von der Mutter gehalten werden. Und je nach Intelligenzgrad werden die Tiere länger in der Obhut der Mutter gehalten. Und das hat er verglichen mit Menschen. Und meine Mutter hat das Experiment mit mir gestartet. Ich bin ein Jahr lang in einem Zimmer gelegen, ohne einen Kontakt zu haben nach außen. Ich kann Ihnen nicht erzählen, wie die Zeit war. Ich kam irgendwann einmal raus. Aber nur das durchzuführen, war schon sehr prägend, was auch ich immer gesehen habe.
Mein Ludwig XIV. Hatte das ja auch als Experiment gemacht, in einem Waisenraum ein Kind zu oder Kinder zu leben zu lassen. Die sind alle verrückt geworden. Ja. Gut, wie auch immer. Ludwig XIV. Kannte anscheinend meine Mutter nicht. Nun, da muss ich etwas ausholen. Ich habe mich nie gerühmt über meine Vergangenheit, meiner Eltern, meiner Großeltern. Aber die Historie, eigentlich müsste man sie einladen, sind aber schon alle verstorben. Mütterlichseits Müller-Wirth mit 7 Pfeiffer haben die Demokratie in Deutschland gegründet, 1832. Die haben gegen Bismarck gekämpft. Mein Opa, Ludwig Hirschfeldmark, mütterlichseits, war am Bauhaus tätig in Weimar. Und man sagt sogar, die Farbentheorie von Paul Klee stammt von ihm. Es gibt eine Dissertation von der Stasny, mag so sein. Ja, ist dann geflohen in Krieg und so weiter. Ich erzähle aber nicht sehr viel über dich, aber ich erzähle natürlich, woher komme ich bzw. meine Vergangenheit oder wie ich denke. Bekannt geworden ist er über die Lichtmaschine, die alle diese Farben projiziert haben und viele Bilder sind im MoMA weltweit verstreut. Väterlichseits alles Architekten und mein Urgroßopa, vielleicht kennen Sie Meran, das Palace Hotel, das Theater, das Kurhaus, vielleicht kennen Sie St. Gallen, alles Historistische ist von ihm gebaut worden, alles. Und er war Baumeister und hatte dann auch die Ambition, Otto Wagner, Oman nach Meran einzuladen und haben auch eben das Kurhaus gebaut mit Oman, beziehungsweise die Wandelhalle und so weiter. Nun, meine Eltern, meine Brüder, die älter sind, Sie haben es gesehen im ersten Bild, am Tisch ist nur über das Bauhaus gesprochen worden, aber die tollen Leute über Demokratie. Und ich habe nie was verstanden und wollte, das hat mich nicht interessiert. Es war fürchterlich. Gropius rein, Gropius rauf. Scharun hin, Schlemmer her. Klee da, fürchterlich. Mein Vater wollte bei Corbusier arbeiten, hat da viele Geschichten erzählt mit Frank Lloyd Wright und so weiter. Ich als Sechsjähriger über diese Dinge, es war uninteressant. Eben, Architektur. Mich hat interessiert das Kochen. Ich habe leider, also es gibt eine Geschichte, als Vierjähriger habe ich einen Fisch aus dem Eiskasten genommen und einen Fisch gemacht. Dann hat mich meine Mutter genötigt, Cello zu spielen. Brüder, Geige, Flöte. Ich als Kleinster habe das größte Instrument gebraucht, habe mich fürs Cello entschieden. Ich war musikalisch grottenschlecht. Man sieht auch das Gesicht. Viel Spaß hat es mir nicht gemacht. Ja, aber ich habe irgendwie, mein Leben war schon unglaublich schön, auch durch diese Erziehung, aber wirklich sehr einseitig, meines Erachtens. Und habe mich auch immer wieder gern verkleidet. Oder so. Oder kürzlich mal in Wien. Also das war immer ein Prozess. Aber ich war ein schlimmer Bub. Ich musste natürlich von meinem Opa diese Farbkegel immer, mit diesem Spielzeug musste ich spielen. Uninteressant. Das war mir lieber. Und am liebsten, und Sie werden auch die in der Geschichte jetzt noch sehen, wir hatten ja einen Esel haben wir bekommen, der ist dann schwangerträchtig geworden. Plötzlich hatten wir einen zweiten Esel. Mit dem bin ich überall hingeritten. Und das Reiten war immer schon eine unglaubliche Passion für mich. Das im Urlaub und so weiter. Und, schlimmer Bub deswegen, ich war ein Schulverweigerer.
das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich hatte die meisten Absenzen, es waren 85, mit 93 wären wir von der Schule geflogen. Die Zeit musste ich überbrücken, habe natürlich selbst die Absenzen geschrieben und bin dann 5 Stunden auf den Berg auf und wieder runter und war zum Mittag wieder zu Hause und sage, Mama, ich bin wieder da. Alles andere als Architektur. Ich bin natürlich gefragt worden, Roman, was möchtest du werden? Kein Architekt. Ich hatte über mein Schlafzimmer ein Bild von der Bina Bausch. Und die hat mich damals schon immer interessiert. Ich wollte Tänzer werden. Meine Eltern haben gesagt, kommt nicht, mach was Ordentliches, es kommt nicht in Frage. Ich wollte Tischler werden. Wollte eigentlich dann auch die Schule nicht abschließen, Quintessenz. Aber meine Mutter, wiederum ein Verwandtenkreis in Deutschland, wollte mich ins Goetheanum schicken, nach Deutschland. Gott, oh Gott, schaut euch dieses Gebäude an. Ich spreche nicht über Architektur. Die haben alle einen gewissen Zeichenstil gehabt, haben sie. Waldorfschüler haben einfach einen Zeichenstil. So hätte ich dann zeichnen müssen. Fürchterlich. Meine Mutter, das war ich 17, bitte Mama, gehen wir raus. Ich verspreche, ich mache die Schule fertig. Ich trinke jetzt ein Bier und dann ist alles gut. Aber gezeichnet habe ich immer schon gern. Aber dann kam die große Entscheidung für mein Leben, wohin geht die Reise? Viele Zufälle führten mich nach Wien. Das war einerseits Bob Dylan im Konzert und dann einen Philosophen, dessen Name mir nicht jetzt einfällt. Aber ich habe gesagt, ja, ich muss Architekt werden. Die Gene waren eigentlich schon zu sehr geprägt. Und das ist ja nicht uninteressant. Man sagt, 40% der Gene, die bekommst du mit vom Elternhaus, aber 60% ist das soziale Umfeld, wo du aufwächst, deine Familie und speziell natürlich deine Freunde, die dich begleiten. Und das ist, finde ich, schon sehr interessant, dass ich glaube, ja, 40% werde ich mitbekommen haben, aber die 60% sind eigentlich viele, die hier im Saal sitzen, die mich das Leben begleiten. Ich bin aufgenommen worden auf der Hochschule für angewandte Kunst. Ja, mein Professor Wilhelm Holzbauer. Es war ein Liebeshass zwischen uns beiden, aber wir haben uns sehr geschätzt. Zumal gerade haben mir seine früheren Arbeiten wirklich besonders gut gefallen. Dann habe ich, es steht auch in meinem Lebenslauf beschrieben, sehr lange bei Friedrich Ach Leitner gearbeitet. Da hieß es, das heißt auch in meinem Lebenslauf, Forschungsarbeit für die Architektur des 20. Jahrhunderts. Was habe ich gemacht 5 Jahre lang während des Studiums, um auch mein Studium zu finanzieren? Ich habe für Ach Leitner in seinen Wienführer alle Grundrisse nachgezeichnet. Also die in meinem Lebenslauf steht drinnen, Forschungsarbeit für das Architektur des 20. Jahrhunderts. Das war mein Ding und da habe ich, aber mit Ach Leitner, mit Fritz habe ich wirklich sehr viel gelernt, auch über die Diskussion, oder ich habe ihn auch oft gefragt, mit deinem Wissen, kannst du eigentlich überhaupt noch Architekt werden? Ist das möglich? Musst du dich nicht befreien können von all diesem Wissen, um Architektur zu kreieren? Ja, Meisterklasse Holzbauer. Dann habe ich Ecke kennengelernt im Büro Holzbauer. Da habe ich sehr lange gearbeitet, während des Studiums, habe 10 Jahre studiert. Dann einer der größten Projekte, das wichtigste Projekt, ist unsere Tochter Nora. Sie musste immer bei den Baustellen dabei sein.
Ich habe mit ihr viele kleine, schöne Dinge unternommen. Sandburgen gebaut, die Shelley City errichtet, Nora, du wirst dich erinnern. Wir sprechen nicht über Architektur, das ist Sandkastenspiel. Ja. Und habe mit ihr wirklich wunderschöne Tage verbracht. Und sie ist jetzt wieder auf der Angewandten, Gott sei Dank nicht Architektin. Nun, das, was wir, die Bilder, die du zuerst gezeigt hast, das ist nicht möglich durch eine Person, das ist möglich durch natürlich Elke. Wir haben das Büro gegründet und es ist ein großes Miteinander. Ansonsten könnten wir nicht das schaffen, was wir jetzt schon errichtet haben. Dazu kommen Martin Jost und Dietmar Feistel, die unser Team gestärkt haben. Unsere verschiedenen Arbeitstische, ich gehe jetzt da nicht ins Detail, sonst brauche ich noch länger. Und last not least, unser Büro heute. Dank dieser Menschen schaffen wir es einfach, die Architektur zu bauen. Und das macht mit euch, sind nicht einige da, manche sind vielleicht online da, einfach extrem viel Spaß, mit dieser großen Familie Architektur zu kreieren. Und ich bin nur ein kleiner Teil. Und das ist eigentlich alles, was wir in der Architektur sehr wohl sagen. Das muss ich leider sagen, Architektur ist Kommunikation. Und wenn in einem Gebäude eine Bar fehlt, fehlt dem Gebäude was. Nicht-Architektur zeichnen tue ich nach wie vor noch gern. Ein Vorbild war immer schon für mich John Lautner. Als ich bei Achleitner gearbeitet habe, habe ich nahezu alle Grundrisse durchgezeichnet, um einfach John Lautner zu studieren, wie er mit Möbel und Fassade, mit Gebäude umgeht, diese fließenden Räume und so weiter. Dann kommt eine sehr lange Episode in China. Ob das jetzt politisch korrekt ist, was ich jetzt sage oder nicht, ist mir in dem Fall egal. Ich liebe China, ich bin extrem gern dort. Das war die erste Architektur-Biennale in China, ja, schon länger her. Und mittlerweile, seit 20 Jahren bin ich jedes Jahr 5 bis 6 Mal dort. Hat einen Grund, das Essen, fantastisches Essen. Und es wird getrunken. Es gab eine nette Geschichte mit dem Bürgermeister auf Fosan. Er war so glücklich, dass wir vor dem Essen uns schon Gambay Gambay angetrunken haben und wir beide vom Stuhl gefallen sind. Und es konnte das Essen nicht gestartet werden. Ja, und ein ganz lieber Freund, also viele Erfahrungen in China, da habe ich wirklich, nehme ich sehr, sehr viel mit, kulturell primär. Auch den Bruder vom YY habe ich kennengelernt. Nicht den YY, aber den Bruder, der mir viele Sachen über seinen Bruder gesagt hat, aber das ist jetzt nicht Diskussion. Aber ich komme hauptsächlich wegen ihm, den Yi Ji Ding, ein Chinese Landschaftsarchitekten, mit dem wir alle Projekte ausführen. 25 Jahre DMAA-Feier. Nun, dann gab es ein kleines Paradigmenwechsel und habe eine neue Partnerin kennengelernt, meine Frau, heutige Frau, die Sanne, die sitzt auch hier. Und verbringe eine wunderschöne Zeit. Aber was machen wir gemeinsam? Ja, Sie haben gesehen, ich bin auf dem Esel geritten, ich bin immer wieder geritten. Reiten ist die Leidenschaft und ist auch die Leidenschaft von der Sanne. Somit haben wir uns 2 Pferde gekauft. Und seitdem haben wir jährlich Ausritte, Safari auf Pferd, mit dem Pferd in Chile, in Jordanien, 8 Tage durch die Wüste, in Marokko. Das war Marokko auch. Ja, ein bisschen müde am Abend. Das sind unsere neuen Pferde.
ich langweile, ich weiß, ich höre jetzt eh schon auf, aber das ist eine Riesenpassion. Einfach vom, wenn man Architektur betreibt, Sie kennen das alle, ist am Wochenende müde und das Schönste ist, man ist auf dem Rücken des Pferdes und durchwandert wunderschöne Landschaften. Naja, die Familie muss noch etwas wachsen, aber nein, es ist keine Katze geworden, sondern ein Hund. Den haben wir vor 3 Jahren gekauft. Sanne hat sogar ein Bild mit Hund kreiert. Wir fahren in viele Hotels mit ihm, das sollte der Film laufen. Ja, also wir haben auch viel Spaß mit ihm, er kommt und geht. Also er liebt uns beide. Ich muss jeden Abend Gassi gehen mit ihm. Mittlerweile habe ich, die Architektur ist mir, ich brauche ein bisschen Ausgleich, man wird älter, man reflektiert mehr, man wird besinnter. Mache ich in unserem Ferienhaus immer ein paar Skulpturen, da beginne ich jetzt so langsam, das macht viel Spaß. Aber ja, Architektur ist eine Sache, aber wir beschäftigen uns seit 3 Jahren mehr mit der Natur. Das ist uns ein wichtiges Thema geworden, ein kleines essentielles Thema, wo die Architektur vielleicht gar nicht mehr im Vordergrund für uns da ist, sondern die Natur, wie gehen wir mit Natur um? Und Sie sehen auch von dem Lebenslauf meiner Person, die Natur ist eigentlich das Schönste, was wir eigentlich haben, und wir das auch pflegen sollten. Und wir sind draufgekommen, und das gebe ich jetzt, wie gesagt, es ist nicht Architektur, ich entschuldige mich, aber das muss ich sagen, die Energiewende, Kyoto braucht ein Gesicht, weil wir unseren Kindern übergeben wir Landschaften, die voll gesät sind, wie ein Fleckerlteppich mit Photovoltaikflächen, mit Windkraftwerken und so weiter. Und wir haben eine Recherche gemacht, analysiert, was braucht Österreich, gerade jetzt mit dem Krieg, und haben die Analyse abgeschlossen mit dem Resultat, dass wir keine landwirtschaftlichen Flächen benötigen, um die Energiewende zu schaffen. Und das ist, glaube ich, ein großes Statement. Es kommt leider nicht an. Also den Beweis mathematisch kalkuliert haben wir das. Und sagen, wir brauchen nur konversive Flächen, sprich schon gebaute Flächen. Oder es gibt Flächen, die schon bebaut sind, die eine Doppelnutzung erfahren. In dem Fall einen Staudamm mit Photovoltaik oder wie Frachtenbahnhof und so weiter. Das ist ein Riesenthema. Das möchte ich heute schon mitgeben. Also eben nicht über Architektur zu sprechen, sondern über die Natur. Da sollten wir alle reflektieren. Nun bin ich da. Ich freue mich auf diesen Abend. Und sag herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dann kommen Sie, mit. Wie hat sich angefühlt, zurückzublicken in der Geschichte? Die mich kennen, ich spreche nie über mich selbst. Das mache ich nicht. Ja, das ist ein vielen Dank dafür. Ja. Ja, wirklich. Und umso mehr, wie soll ich sagen, ich habe meine Vergangenheit geliebt. Ja. Aber ich war auch froh, weg zu sein. Also aus Meran, aus Südtirol primär. Südtirol zu bereisen ist wunderschön. Aber mein Ziel war immer, deswegen auch diesen Weg während der Schulzeit auf die Berge rauf, ich musste den Horizont sehen. Mhm. Und jetzt heute diesen Vortrag zu halten, war für mich nicht ganz so einfach, weil einfach, ja, ich möchte nicht über mich selbst sprechen. Mhm. Und das, ich finde, also im Gegenteil, wenn ich eingeladen werde, bin ich schon so alt, dass man mich einlädt. Wie wieder? Naja. Also wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Wir lieben die Arbeit vom Büro und diese Chance ist für uns besonders, dass wir 3 Sprecher wieder haben dürfen, die wir sehr bewundern. Das hast gesagt, ein Bild von 25 Jahren der Luca Meissel, ja. Also von dem Büro. Ist schon mittlerweile nicht 30 Jahre? Nein, es sind 27. 27. Worauf bist du am meisten stolz, wenn du denkst, boah, 27 Jahre schon vom Büro? Ich habe schon geschrieben, mein größtes Projekt ist die Nora.
Sie macht so Spaß. Nein, Spaß beiseite. Nein, das kann ich so nicht beantworten. Das ist, alle diese Projekte machen, nicht alle, aber die meisten machen extrem viel Spaß. Und am meisten machen die Projekte Spaß, A, wenn das Gegenüber stimmt, also die Bauherrschaft, und B, wenn die Bau oder ja gleichzeitig die Bauherrschaft auch bereit ist, neue Dinge zu bestreiten. Mhm. Und das macht dann definitiv Spaß. Und im Sinne dessen auch für uns, die entwerfen, wenn man neue Dinge entwirft, muss man alte von sich geben, beziehungsweise loswerden. Diese Altlast loswerden, um neue Gedanken zu schöpfen. Mhm. Ja. Und diese Projekte machen am meisten Spaß, definitiv. Und gibt es etwas an deinen Eigenschaften, persönliche Eigenschaften, die du denkst, hat so besonders geholfen für so wie etwas an deinen Eigenschaften, so wie du bist, das hat dir am meisten geholfen als Architekt? Sind zwei Dinge als Architekt. Also wie gesagt, ich wollte nie Architektur studieren, habe dann zwar Ballett bekommen, Modern Dance und so weiter. Habe dann aber gesehen, mit 18, du hast keine Chance, es geht nicht mehr. Und ein Bekannter wieder meiner Eltern hieß Roman, du musst Architektur studieren, du hast die Begabung. Ja. Hm. Und aber das für mich das Besondere ist, so glaube ich zu wissen, deswegen auch diese Diskussionen mit dem Friedrich Ach Leitner, ich glaube, das, was ich schon für mich ganz gut kann, Informationen zu sammeln und die am Abend loszulassen und im Halbtraum aufzustehen und zu sagen, also da entsteht diese gewisse Imagination. Ja. Und wenn das eintritt, können alle, glaube ich, oder einige bestätigen, stehe ich in der Früh auf, zeichne es auf und sage, das ist es. Mhm. Und das ist dieser schöne Moment, einfach alles loszulassen. Ja. Und darum eben diese Gespräche mit Friedrich A. Leitner, wie geht das, wie funktioniert das? Du kannst über Otto Wagen, du kennst alle Details, wie, mhm, was. Und ich glaube, das ist schon meine Gabe, ja, aus der Erfahrung, das, was ich erlebe, immer zu analysieren, immer zu hinterfragen und dann auch loszulassen. Und das Schönste ist, wenn das Licht aus ist und der Halbtraum kommt. Und was nervt dich am meisten? Weil eigentlich wolltest du nicht Architekt werden. Gibt es das, wo du denkst, oh, ich hätte vielleicht doch, weil das, gibt es irgendetwas? Nein. Oh. Und vielleicht andere Frage. Du hast ja erwähnt, dass gibt. Was mich nervt, und das glaube ich, geht hier, spreche ich für viele Architekten, die Botschaften kommen oft nicht an. Das geht mir. Und ist eine Sache, geht mir am meisten am Nerv, das ist die Mittelmäßigkeit. Die was denn, Entschuldigung? Die Mittelmäßigkeit. Mittelmäßigkeit. Das hasse ich. Also ich bin nicht kein Schwarz-Weiß-Denker, aber sicher nicht. Es gibt Graubereiche. Aber die Mittelmäßigkeit, die von uns von überall verlangt wird, das ist mein größter Feind. Das ist sehr interessant, dass du das erwähnst. Dann gehe ich davon aus, dass mit den Leuten, die du gerne arbeitest, also du hast gesagt, viele Leute, also einige Leute, die dich begleiten haben, sind auch hier. Ich gehe davon aus, sie sind nicht mittelmäßig, haben nicht diese Mittelmäßigkeit, sonst würdest du nicht viel Zeit mit denen verbringen. Mit was für Leute inspirieren dich und machen dir besonders Lust, mit denen Zeit zu verbringen oder zusammen zu arbeiten? Leute, die Leben, Freude am Leben haben, die intelligent sind, die anders denken. Also einfach immer das, es geht nicht immer das Neue, dass es neu sein muss, aber das andere macht einen neugierig. Und diese Menschen einfach, die mich umgeben, alle jetzt, ja, das ist extrem, für mich unglaublich inspirierend und spannend. Ja. Aber ich kann da jetzt nicht einen Typus von Menschen herausziehen, das geht nicht. Ich habe eine letzte Frage. Erstmal ging ein Handy. Okay, hat aufgehört. Es gibt eine, das, was mich nerven würde, wenn ein Handy klingt. Eine Frage, letzte Frage hätte ich, würde ich dir gerne stellen, und zwar,
Du hast ja Familie erwähnt, war ein wichtiger Teil von deinem Vortrag. Und auch wie wichtig dir die Nora war und ist. Welche von deinen Lehren willst du, dass sie schön direkt mitträgt? Wenn du sagst, ich habe das erlebt, für mich, das und das wäre eine gute Lehre, Nora, weißt du, das, nimm das mit. In der Architektur? Generell. Generell. Was hast du gesagt, sie macht nicht Architektur? Ja, man, ich habe erwähnt, China, wenn ich extrem schätze, ist Lao Tse. Und von denen nehme ich sehr viel mit. Aber ich meine, also jetzt, welche von deinen Lehren, die du... Lehrern, die ich gehabt habe. Was an Nora und deinen nächsten Generation übergeben würde. Schwer. Ich kann es dir nicht beantworten. Es ist so, es ist wirklich schwierig. Weil es sind, es gibt, ob es jetzt der Achleitner war, ob es der Hollein, auch beim Holliner habe ich studiert, ob es der Holzbauer war, wie sie alle heißen. Ja. Alles tolle Leute, aber empfehlen? Nein, das kann ich jetzt in dem Fall nicht. Es ist auch Vergangenheit. Das könnt ihr auch nicht. Das ist Vergangenheit. Ja. Und ich müsste jetzt der Nora sagen, ich bräuchte jemand in der Gegenwart bzw. Zukunft. Und da könnte ich momentan, ja, ich könnte jetzt Architekten aufzählen, Grafiker weniger, aber der Steinberg, der war schon ganz gut als Illustrator. Der hat mir schon ganz gut gefallen. Aber nein, könnte ich jetzt nicht sagen. Und Sachen von vielleicht anders erwähnt und in etwas mehr Richtung Architektur. Gibt es Sachen, die du gerne gewusst hättest, als du angefangen hast? Mehr gewusst im Sinne von Wissen oder? Im Sinne von was machen mit Bauherren oder was, welche Sachen? Ja, das lernt man so schnell. Also das... Also wie gesagt, John Lautner bewegt mich immer noch. Ich war und bin ein absoluter Fan von ihm. Leider habe ich ihn nicht mehr erleben können. Niemeyer ja, aber der hat gesagt, bitte nicht das Büro besuchen, sondern lieber die schönen Frauen auf der Copacabana. Was machst du hier? Aber es gab so ein paar Persönlichkeiten, aber wie gesagt, John Lautner war für mich ein unglaubliches Vorbild. Und das ist immer noch. Und zwar deshalb auch diese Verschiedenartigkeit. Die Architektur, die wir, aber ich darf ja nicht über Architektur sprechen, aber es ist eben auch die Verschiedenartigkeit, macht, glaube ich, auch unser Büro aus. Es ist nicht eine durchgehende Handschrift. Diese Semantik ist vielleicht vorhanden, aber die Verschiedenartigkeit, glaube ich, das macht auch unser Büro aus. Und das reflektiert letztendlich eben nicht eine Person, sondern ein Team, mit dem wir gemeinsam das Büro führen. So, Roman, vielen Dank für den schönen Vortrag und für das Interview. Und später haben wir die Diskussion rund. Jawohl. Erstmal vielen Dank. Danke vielmals. Dankeschön. Danke.